Ja, hallöchen, liebe Pfeifenfreunde. Ja, wie ihr seht, bei mir ist die Balkonsaison eröffnet. Und da habe ich mir gedacht, das nutze ich doch A, um eine schöne Zigarre zu rauchen. Übrigens eine, wie heißt sie? Marzio, denke ich. Ist was Feines. Und über das Thema alte Pfeifenveteranen mit euch zu sprechen. Und zwar, letztens habe ich mal wieder so ein bisschen durchgewienert bei mir. Und hab dann gedacht, wie lang einige Schätzchen eigentlich schon im Laufe der Jahre bei mir sind. Und es ist ja so, also gerade in meinem Pfeifenschrank, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da ist seit Jahr und Tag eigentlich immer ein Kommen und Gehen. Und darum habe ich dann auch wirklich mal gedacht, ich würdige mal diejenigen, die sich hier seit Jahren, und damit rede ich so vom Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, ihren Platz immer verteidigt haben. Und da fange ich mal an. Mit einer Pfeife, die ja auch schon zu meinen Mitersten gehörte. Und zwar war es damals so, nachdem ich mir sicher war, also zumindest den Bestand in meinem hiesigen Tabakladen gut zu kennen, bin ich also in den Nachbarort. Der hatte einen etwas größeren Tabakladen und natürlich ein etwas breiteres Sortiment. Und da fing das auch schon an, dass ich mich dabei erwischt habe, wie ich also so eine Stunde vorm Pfeifenregal verbringen kann. Ja, war also toll. Aus der damaligen Zeit, wie gesagt, wir sprechen jetzt vom Jahr, sagen wir 2007, meine ich, stammt diese Pfeife. Eine Stanwell 185, gelabelt mit House of Smoke und bis heute eine meiner ganz treuen Vertreter. Also diese Pfeife ist wirklich wunderbar. Die hat also wirklich schon richtig was an Erfahrung schätzen mit Tabaken, mit Situationen, also ob es nur irgendwo im Auto war, im langen Stau oder bei langen Spaziergängen oder bei Campingabenden. Also die war überall mit dabei, die kann richtig was erzählen. Und ein wunderbares Teil, also die würde ich auch niemals abgeben. Und aus der Zeit stammt auch noch ein Tabak. Und zwar, ich hatte es ja, glaube ich, beim letzten Mal so angerissen. Ich hatte mich ja bei meinem hiesigen Tabakhändler einfach mal so von links nach rechts durchs Regal probiert und habe dann ja irgendwann den McBaron Plum Cake kennengelernt. Und damit auch so den ersten Hauch Latakia. Ja, und irgendwie hat mich das damals schon so ein bisschen gepackt. So, dann kam ich also in den Nachbarort in den Laden und der hatte dann im Gegensatz zu meinem Laden hier Gläschen auf dem Tisch stehen, wo man mal schnuppern konnte. Und der hatte damals die Tobacco Factory Reihe aus dem Hause Amuri da. Und da gab es, ich meine, er hieß Gentleman's Pleasure, noch in einer eckigen Dose. Die Tobacco Factory Pfeifentabake, ja, werden heute nicht mehr als solche vertrieben. Warum sage ich das so? Weil es sie noch gibt. Und meiner Meinung nach ist dieser der Gentleman's Pleasure von damals und immer wieder hier gern gesehener Gast. Ein Virginia mit Latakia und ich glaube, das war auch so ein kleiner Glücksgriff damals. Er hat einen sehr überschaubaren Anteil Latakia und ist deshalb natürlich auch für den Latakia-Einsteiger sehr, sehr gut geeignet. Also, ich will dieses Zeug nicht mehr missen, ganz feine Sache. Ja, aber dann gehen wir von der nächstgrößeren Stadt zur nächsten Großstadt. Und das war natürlich Münster. Und da bin ich dann fündig geworden in Form von Tabak Finke. Das war ja jetzt eine ganz andere Hausnummer. Also dunkles Holz, überall diese Gerüche von frischem Tabak und Tabakaromen, wie das so halt in diesen schönen alten Tabakläden riecht. Und das ganze Ambiente hat mich direkt schon so richtig, richtig gefangen genommen. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das wurde ergänzt noch durch den Bediensteten, der, glaube ich, heute zum Teil auch noch da ist. Also der im Prinzip wirklich, ich sag mal, die Schulbuchvariante eines englischen Butlers darstellte. Hochgewachsen, spärlich behaart, die Brille genauso wie ich so auf der Nase.
Dann in einem grauen Sakko mit Weste und Schlips und überhaupt. Ich habe mich dann natürlich erstmal so ein bisschen underdressed gefühlt, aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja das Ansinnen, Pfeifen gucken. Ich wurde damals so meinem Wunsch entsprechend erstmal durch den Laden geführt, da stand ja schon einiges in Vitrinen etc. Aber zu einem dieser berühmten Pfeifenschränkchen. Hochdunkles Holz, viele schmale Schubladen. Und ich kannte es vorher in der Form noch gar nicht. Und für mich war dieser Moment, die Schubladen aufzuziehen in diesem Ambiente und eine schöne Pfeife neben der anderen zu sehen, das werde ich niemals vergessen. Das hat sich bei mir richtig eingebrannt. Und das ist ja auch so ein kleiner Grund, warum ich das Ganze hier mache, euch Läden zu zeigen, euch selber mal zu solchen Besuchen zu animieren. Es ist halt was Besonderes. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Besuch, der verband sich dann damals mit meinem ersten Kontakt mit den Pfeifen von Paul Winsloe. Und meine erste war diese hier. Eine dicke, dicke Band. Mit so einem Kiel hier vorne, unten tief rustiziert. Ein wunderbar gearbeitetes Mundstück. Und auch schon eine Pfeife, die einiges mitgemacht hat mit mir. Ich weiß noch, ich habe sie einmal stehen lassen und vergessen sauber zu machen. Da waren noch Tabakreste drin. Es hat Wochen gedauert, die Feuchtigkeit anhand von, ich sag mal, Beigabe von Reis, getrocknet und so weiter, wieder so ein Stück weit rauszukriegen. Ja, aber ich liebe dieses Ding bis heute. Ja, aber es waren ja nicht nur die Winslös, er hatte also auch eine ganze Schublade voller Stenwells da. Und da ist damals eine Stenwell zu mir gekommen, also deren Shape ich bis heute immer noch wunderschön finde. Ich habe mich ein bisschen gewundert, vielleicht, ja, erfreute sich nur überschaubarer Beliebtheit, dass dieses Shape eigentlich nicht mehr gefertigt wird. Und zwar aus der Reihe Royal Guard, die 166. Der Zwiebelturm aus Dänemark. So, und das ist auch eine Pfeife, die sich nicht nur wunderbar rauchen lässt, die ganz viel Spaß macht, sondern ja, die ich aus dem Grund nicht hergeben werde, weil es, ich sag mal, zwischen ihr und mir einen sentimentalen Zusammenhalt gibt. Denn es war damals die erste Pfeife, die ich nach der Nachricht des Todes meiner Großmutter geraucht habe. Ja, und auch den Moment, den werde ich nie vergessen. Und von daher dieses wunderhübsche Teil. Also für mich einer der ganz, ganz großen Lieblinge. Ja, aber von Münster ging es dann irgendwann Richtung Recklinghausen. Und damit natürlich zu Tabak Kagel. Der Laden von Kagel, der war nicht da, wo er jetzt heute untergebracht ist. Die Lounge, die kam ja erst viel später dazu. Sondern er war ein Stück weit die Straße hoch, war auch noch wesentlich kleiner. Und ja, mein erster Besuch, den werde ich auch nie vergessen, das Mal, wo ich Christopher Kage kennengelernt habe. Der Junge war eine echte Frohnatur. Und ich sag mal, irgendwo, man ist zwar ärmer aus diesem Laden wieder raus, aber meistens versehen mit tollen Tabaken, schönen Pfeifen und bester Laune. Also, das konnte der Junge einfach. Ja, auf jeden Fall. Einer meiner allerersten Käufe bei Kagel, ja, ein Savinelli-Fan. Und ohne die 320 geht's nicht. In dieser Ausgabe oder in dieser Ausführung, Trevi, ist der dicke Mops hier versehen mit, ich glaube, es ist ein Kunststoffring hier, der den Vorteil hat, dass er nicht anläuft. Aber es ist ein wunderbares Teil und wenn ich sagen müsste, es gibt eigentlich sowas, wenn man sich Pfeifensammler nennt, wie eine Pflichtpfeife. Ja, dann würde ich schon sagen, kommt die hier definitiv in den engeren Kreis. Ja, und Kagel, das war dann ja nicht nur irgendwo, ich sag mal, Serienpfeifen. Ich hatte ja schon immer mal auch so anfangsweise im Internet die italienischen Freehands gesehen und wusste, preismäßig bin ich da sofort raus.
Bis zu dem Tag, als ich auf der eBay-Seite von Kagel die Mastro Beraldis entdeckt habe. Und diese Mastro Beraldis fand ich nicht nur wunderschön, sondern sie waren, glaube ich, mit 105, ich meine, es waren 105 Euro, auch noch echt erschwinglich. Also ins Auto gesetzt, um dieses Teilchen hier abzuholen. Eine wunderbare knubbelige Pfeife mit, wie ich finde, einer tollen Rustizierung. Das, was bei Mastro Beraldi lange Zeit üblich war, eine viel, viel zu dicke Bisslippe, vielleicht vor dem Hintergrund, dass sie einem auf gar keinen Fall aus den Schellen fällt. Ja, im Prinzip, wenn man so will, meine erste italienische Freehand. Damals noch übergeben von Christopher Kagel. Ja, Kagel sind nicht nur schöne Pfeifen, Kagel ist im Prinzip auch das Label meines Lieblingstabaks. Und zwar für denjenigen, der ihn noch nicht kennt, der Flake Nummer 4. Also dieser Tabak ist wirklich mein absoluter Leib- und Magentabak. Also der geht zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich habe ja schon mal Videos gesehen über Leute, die dann vor ihrem Tabakregal standen und sich fragten, ja, was soll ich denn jetzt rauchen und darauf keine Antwort fanden. Die Situation hat es bei mir zumindest seit Auftreten dieses Tabaks nicht gegeben. Ich kann ihn eigentlich immer rauchen. Ich habe auch immer einen relativ großen Vorrat davon da. Also wirklich ein ganz toller Vapor mit, ich sag mal, dieser ganz berühmten und sehr ausgeprägten Pflaumenmusnote zu einem leicht gereiften Virginia. Also für mich ein derart rundes und vor allen Dingen auch zufriedenstellendes Raucherlebnis. Ohne den will ich nicht mehr sein. Ganz, ganz tolles Zeug und für jeden Vapor-Freund eigentlich ein Muss. Ja, dann gab es noch Peter Heinrichs. Und Peter Heinrichs begab sich damals dadurch, hatte Verwandtschaft im Bergischen damals und von da aus war es ja immer nur ein Katzensprung bis nach Köln und von da natürlich in die Hahnstraße. Und selbst wenn er jetzt schon ein bisschen was an Pfeifen- und Tabakläden gewöhnt ist, Peter Heinrichs, ja, setzte und setzt bis heute einfach Maßstäbe. Also alleine irgendwo diese Dimension durch diese Menge an Pfeifen, diese vollgestopften Regale, dieser schmale Laden mit dem langen Tisch in der Mitte, auf dem dann alle Peter Heinrichs Tabake zu finden waren. Also das ist so eine Sache, die einen, wenn man das erste Mal da ist, finde ich persönlich einfach nur überflutet. Ja, und Peter Heinrichs war ja auch immer bekannt dafür, Pfeifen mit seinem eigenen Logo, na, Logo zu stempeln. So, jetzt haben wir es hier unten. Und zwar ist diese Pfeife in Italien gefertigt. Man mutmaßte, also der Verkäufer damals sagte, es sei wohl bei, oder sie sei wohl bei Sir Jacopo gemacht worden. Ein wunderbarer Knubbel. Und sie zählt bei mir zu den AK-Pfeifen. Und das sind bei mir die berühmten Alleskönner. Also ich hatte in dieser Pfeife bislang noch keinen Tabak, der mir nicht geschmeckt hat oder dem diese Pfeife nicht herr geworden wäre. Also ein wunderbares Teil. Ja, Tabak vom Hause Heinrichs. Auch da hat sich einer eingefunden, der über die Jahre immer wieder gekommen ist. Und zwar ist es der Chateau Henri Nummer 44, Virginia, Kentucky. Richtig dunkel und respekteinflößend anmutend. Ich finde ihn unglaublich. Und zwar war es so, ich habe damals mich versucht, auch mal an dem Old Dark Fired. Der kam, glaube ich, etwas später auf den Markt. Der mir aber nicht so gut gefallen hat, weil der mir einfach von dieser erdigen Note zu eintönig war. Und das macht dieser Chateau Henri nach meinem Dafürhalten noch ein Stück weit besser.
indem er die ganze Zeit neben der erdigen Note des Kentucky deutlich mit der Süße des Virginias aufwartet. Und die beiden wirklich so die ganze Zeit so Hand in Hand laufen. Also finde ich, ist ein ganz tolles Geschmackserlebnis. Aber auch hier wieder ganz klar, ich weiß, viele reagieren empfindlich auf Kentucky, Finger weg. Für alle anderen, die gerne naturnah rauchen, die dem Kentucky mal eine Chance geben wollen, ja, kann ich denen ja eigentlich nur ans Herz legen. Ja, so, liebe Leute, ich kümmere mich jetzt weiter hier um meine Zigarre. Genieße hier noch hoffentlich ein paar schöne Stunden auf dem Balkon und ich denke, wir sehen und hören uns.